Welcome back. Herzlich willkommen nach der Sommerpause. Wir sind zurück und die Fortuna ist zurück. Ja, zum Herzlich Glück. willkommen zur Ja. neuen Saison mit den Fortuna 95 Bros. Sprachlos. Ja, irgendwie voller Erwartung. Das ist die Alles Erwartungshaltung. verlernt. Die Sommerpause war viel zu lang. Das merkt man uns an und wir müssen erstmal wieder reinkommen. Ja, was haben wir heute für euch? Wir dachten uns, die Saison steht in den Startlöchern und machen wir doch einfach mal so einen kleinen Opener, oder? Ja, kleinen Rückblick, Zugänge, Abgänge, Testspiele. Ja. Denke ich auch. Schauen wir uns doch einfach mal den aktuellen Ist-Stand bei unserer Fortuna an. Und du hast Genau. es gerade schon schön erwähnt, lieber Thorsten. Warum sollten wir nicht mit einem starten, nämlich mit einem, sag ich schon, mit einer Sache, nämlich mit den Zugängen und den Abgängen? Das Ja. macht, glaube ich, am meisten Sinn. Und da haben wir natürlich das Ganze auch wieder bildlich für euch mal festgehalten. Genau, bei den Abgängen werden wir wahrscheinlich jetzt recht schnell durchgehen. Die meisten sind ja schon längere Zeit bekannt. Der eine oder Ja. andere ist noch dazugekommen, seit wir schon mal auf den Kader auch geschaut haben in einer unserer letzten Sendungen. Ja, die drei hier genannten, ja, sind nicht mehr da, kommen Robin auch wohl nicht mehr wieder, Hendrix, ne? Michael Ja. Karbownik. Ja, das ist, die sind ja bekannt. Du hast es erwähnt, Raphael Wolf auch Ja. als Ritter, um das zu schließen. Sind aber nicht die einzigen, die uns verlassen haben. Denn die Reihe geht weiter. Niklas Szybnowski, der nach seiner Leihe zurückgekommen ist, ist auch direkt abgegeben worden. Christopher Pettersson hat uns verlassen Ja. in Richtung internationales Geschäft. Spielt jetzt international augenscheinlich Ja. in Israel. Und hat noch Geld eingebracht. Insofern, glaube ich, für alle Beteiligten eine nachvollziehbare Entscheidung. Ja. Wenn auch auf der Position natürlich Ersatz benötigt wird. Ne, da kommen wir aber dann gleich auch noch mal dazu. Und Ja. dann, ja, der letzte im Bunde hier, Ruben Hennings, in der Reihe, das war auch allen inzwischen bekannt, tat natürlich auch immens weh vielen, vielen Fortuna-Fans. Und ja, er hätte gerne noch eine Saison gemacht, aber auch hier haben wir uns dagegen entschieden. Warum, wieso, weshalb, das haben wir alles schon thematisiert, deswegen brauchen wir das, glaube ich, jetzt nicht nochmal zu machen. Nein. Christoph Klara hat uns verlassen, Ja. hat auch nochmal Geld in die Kassen gespielt, auch das war abzusehen, da er einer der wenigen gewesen ist, mit dem wir tatsächlich halt einfach noch Transfererlöse erzielen konnten. Und wo jetzt der Abgang nicht, ich sag mal, so schwer aufzufangen ist, weil wir ja auch einen Zugang in der Abwehrzentrale bekommen haben. Kommen wir gleich drauf zu Ja, sprechen. mal gleich drauf, genau. Wer natürlich schmerzlicher zu ersetzen ist, ist der liebe David Kownacki, zumindest in der Form, in der er in der letzten Saison performt hat. Ja. Da reißt dann natürlich eine Riesenlücke, ablösefrei Richtung Bremen gegangen. Und da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir die Scorerpunkte aus der letzten Saison kompensiert bekommen. Also das ist wahrscheinlich der rein von den Scorerwerten her schmerzlichste Abgang, den wir dieses Jahr zu verzeichnen haben. Ähnlich wie Ganz Khalid genau. Narei letztes Jahr, auch als Ja. Topscorer gegangen. Das wiederholt sich dann leider in diesem Jahr auch erneut. Ja. Und dann, nur der Vollständigkeit halber, damit dieses Thema endlich erledigt ist, Nana Ampoma, Schönes der Foto. Vertrag ist Das ausgelaufen. Foto sagt auch alles aus. Ja. Ja, wahrscheinlich sitzt er heute noch immer so Das war noch und das aktivste Foto, was wir gefunden haben. ja, genau. Also endlich dieses leidige Thema beendet Vom und diesen Tisch. Namen, boah, hören wir hoffentlich nie wieder. Ja, dann hat uns auch verlassen Kwuczu Ba, wird er ja, glaube ich, genannt, richtig. Ja. Auch er nie durchgesetzt bei unserer Fortuna. Und dann kann noch ein weiterer Spieler unsere Fortuna verlassen, nämlich Ao Tanaka, der ja Ja. immer wieder mit dem einen oder anderen Verein liebäugelt, beziehungsweise in Verbindung gebracht wird.
Er möchte erste Liga spielen. Dafür muss aber ein passendes Angebot kommen. Und keiner will Genau. bisher ordentlich was bezahlen, ne? Also das Ja. ist wohl der Punkt derzeit. Also Interessenten sind wohl einige da, auch aus England, die ja bekanntlich eh etwas zahlungskräftiger sind. Aber scheinbar kam da bis dato noch nicht wirklich was. Ja, schon mal so halber Übergang auf das Testspiel gegen Bochum hat er doch auch recht lange mitgewirkt. Ja, von den Anzeichen her deutet das, wie ich das finde, eher darauf hin, dass er wohl bleiben wird, wenn jetzt nicht wirklich ein vernünftiges Millionenangebot kommt. Ja, und der Umkehrschluss ist ja, oder das, was viele Leute ja gedacht haben, dass sein Vertrag auch nur noch ein Jahr läuft, aber dem ist nicht so. Der hat noch bis 25 Vertrag. Also eigentlich sind wir da auch dann gar nicht, also nicht wir, aber Fortuna gar nicht im Zugzwang, weil wenn das Angebot nicht stimmt, soll er eine anständige Hinrunde spielen und dann kann im Winter nochmal geguckt werden. Genau. Ganz einfach. Es gibt ja noch zwei Ja. Transferperioden, wo man ihn auch noch entsprechend verkaufen kann gegen Geld. Genau, Und richtig. ja, deswegen können wir das relativ entspannt sehen. Würde halt Spielraum geben noch für die Vakanzen im Kader, die wir gleich sehen werden, die noch da sind. Richtig, ja, richtig. Also tatsächlich, weil wir mit ihm natürlich ja irgendwas Richtung 2, 3 Millionen doch noch vielleicht bekommen könnten und damit deutlich aktiver vielleicht Sollten. auch nochmal auf dem Transfermarkt werden könnten. Ja. Sollten darunter auf gar Ja. keinen Fall abgeben. Nein, denke ich auch nicht, dass die Fortuna das machen. Ja, das war es aber auf der Abgängeseite. Kommen wir zur Habenseite, sprich zu den Zugängen. Und da haben wir ja, einen Doppelpack gelandet, aus der dritten Liga gekommen, zwei Leute von der Zweitvertretung von Freiburg, Ja. die ja eigentlich in den Testspielen ganz gut überzeugt haben, allen Klar. voran Vincent Vermey, ne? Ja, macht Lust auf Ja. mehr, haben wir ja schon ausführlich betrachtet, die beiden Neuen. Ja, macht Lust auf mehr, du sagst es. Vincent Vermey, ein klassischer Neuner, weiß, wo das Tor steht, ist groß gewachsen, bekommt hohe Flanken. Da merkt man doch das eine oder andere, was jetzt auch entsprechend auf ihn schon ein bisschen angepasst wurde in der Spielweise. Macht Lust auf mehr. Gleiches gilt für Yannick Engelhardt, recht Ja. spielstark, auch schon einige schöne Assists auch gebracht und ja, hat das Potenzial, das Spiel ein Stück weit mehr zu prägen, an sich zu reißen und die ja vorhandene Vakanz im spielerischen Mittelfeld hoffentlich zu füllen. Ja, und vor allen Dingen, da zahlt es sich halt auch aus, dass die beiden jahrelang oder 1, 2 Jahre halt schon zusammengespielt haben. Und was mir auch bei dem Test gegen Bochum aufgefallen ist, dass Yannick Engelhardt, also der hat eine unglaubliche Ruhe und eine Übersicht, ne? Also das ist für sein Alter, also Wahnsinn. Erinnert so ein bisschen, finde ich, ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt damals an Flo Neuhaus bei uns, oder? Sowohl von Ja, der Statur als doch, auch von dieser Ruhe möglich. am Ball Ja. und von der Ausstrahlung, so vom Typ her auch, Ja. kam mir doch jetzt ab und an mal in den Sinn, als ich ihn dann als auch im Live-Spiel sah, ja. Stimmt, ja. 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 Ja, und der Dritte im Bunde, der soll in den Konkurrenzkampf mit unserer Nummer 1 gehen, nämlich mit Florian Kastenmeier. Das ist Karol Niemczycki, der ist Torwart aus Polen, Ja. allerdings auch schon mit Erstligaerfahrung in der Eredivisie in Holland. Und ja, Auch in also der es ist polnischen ersten auf jeden Liga Fall gespielt, ne? über Also auch und in der da, polnischen ersten Liga, ja. das ist keiner, Ja. der sich freiwillig nur auf die Bank setzt, der hoch motiviert zu sein scheint und der auf jeden Ja. Fall auf der Torwartposition Druck aufbauen wird können und auch wollen. Aber auch ein klares Statement gegen Dennis Gorka, dem man die Nummer 2 einfach nicht zugetraut hat, weil Ja. ihn würde ich jetzt schon so einschätzen, dass er mindestens den Status 2 hier bekommt. Gehe ich ganz stark von aus. Ja, also das würde ich auch behaupten. Und schließt damit die Lücke, die Raphael Wolf natürlich Genau. hinterlassen hat. Entsprechend drei Ja, du Torhüter brauchst drei auch. braucht Eben, das ist man. absolut Ja. richtig und insofern ablösefrei, sicherlich ein guter Transfer auf der Position. Ja, und dann der vierte Ja. Neuzugang. Ist eigentlich kein richtiger Neuzugang, allerdings irgendwie schon. Denn das ist Jamil Siebert, den wir ja an Viktoria Köln ausgeliehen hatten, der dort ordentlich Spielpraxis bekommen hat Und und Muskeln der bekommen hat. ja, Und der der ordentlich zugelegt hat. Also gerade in dem Testspiel jetzt Ja. gegen Bochum hat man das echt von nahem auch sehen können. Das ist eine Wahnsinnskante geworden. Ja. Und ja. Schließt entsprechend auch die Lücke, die vielleicht ein Abgang von Clara jetzt hinterlassen hat.
Wir schauen uns das gerne jetzt gleich nochmal an. Aber Ja. das wären die vier Zugänge, die wir zu verzeichnen haben. Bis Stand dato. heute. Ja. Genau. Stand heute, natürlich, ja. Ja. Aber relativ dünn, ne? Ja. Ja, aber ich finde nicht Ja. so dramatisch, wie es viele halt machen. Ne? Wir haben ja vieles Ja. gelesen, auch bei uns in der Gruppe, in Facebook, bei Instagram. Da sind ja leider die Meinungen, die sich da in der negativen Art und Weise ja einfach durchsetzen und häufig dann auch geschrieben werden, einfach sehr präsent. Und die Meinung, die wir eher vertreten, dass wir schon glauben, dass der Kader, wir werden es gleich belegen, durchaus überwiegend doppelt schon besetzt ist und auch durchaus gut besetzt ist. Klar, stärker geht immer, besser geht immer, aber man muss halt auch sehen, dass wir jetzt nicht im zweiten, nicht im dritten Jahr zweite Liga sind, sondern ja, die Bundesliga schon einige Jahre wieder her ist. Deswegen, also man muss es, glaube ich, richtig einordnen. Wir versuchen es einzuordnen, ist unsere persönliche Meinung, klar. Wir sind uns da Ja. aber, wir drei, glaube ich, alle sehr einig, dass wir da natürlich noch auf der einen oder anderen Position Bedarf haben, aber wir auch noch ein langes Transferfenster haben und auch eine gewisse Ruhe Eben. haben sollten und da jetzt nicht irgendwelche Schnellkäufe machen. Wir haben gerade einige Abgänge gesehen, die wurden frühzeitig verpflichtet, die sind überhaupt nicht eingeschlagen. Das war ja auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache. Ich bin da absolut bei dir. Und vor allem, wenn man sieht, ja, wir haben ein paar Abgänge zu verzeichnen, aber viele, viele von den Abgängen tatsächlich, die waren eigentlich weniger relevant für unser Spiel. Also wenn du guckst, ein Raphael Wolf, ja, der hat eh nicht gespielt, der war Ersatztorhüter. Nana Ampoma, ab dafür. Ruben Hennings, ja, bei aller Liebe, das tut weh. Aber auch er hat immer weniger Einsatzminuten bekommen. Die einzigen, die richtig wehtun, sind David Kownacki, es soll ja noch ein Stürmer auch kommen entsprechend, und ein Außenbahnspieler, weil du hast einen Christopher Pettersson auch noch abgegeben und bist da relativ dünn besetzt. Das schauen wir uns gerne gleich nochmal an. Aber ansonsten bin ich da absolut bei dir. Diese Schwarzmalerei, puh, ne? Also es gibt ja schon Leute, die uns im Abstiegskampf wähnen. Ja, auch diese Viele, ja. Forderungen, wo ist das Geld geblieben? Wir bitten um Aufklärung, um Stellungnahme. Das ist alles einfach drüber. Dazu noch die bisher sehr gute Vorbereitung, die relative Ruhe, die trotzdem im Verein herrscht, die gelungene Saisoneröffnung, wie ich finde. Wir sprechen gleich auch noch mal ein bisschen drüber. Ja. Gibt einfach keinen Anlass. Im Gegenteil, Vorfreude überwiegt total jetzt auf das Spiel gegen Hertha Ja. am kommenden Samstag. Absolut, Mich nervt absolut. das einfach auch, dass wirklich diese Meinung, die wahrscheinlich gar nicht die Breite unbedingt der Fanschaft hat, sich aber gefühlt so breit etabliert. Durchsetzt. Ja, Nervt. und vor allem irgendwie sich immer lautstark Gehör verschafft. Genau. Und Also immer das. wiederholt wird. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Oftmals die gleichen Leute, die das einfach immer wieder platzieren und ja, sich da auch, weiß ich nicht, auch nicht auf eine Argumentation einlassen wollen. Aber gut, jeder darf seine Meinung natürlich haben, selbstredend. Wir begründen unsere Meinung und klar, würden Ja. natürlich bei anderen Meinungen auch gerne Begründung hören und nicht nur einfach, ja, es ist schon seit Jahren so und was ist da los und das ist keine Begründung. Aber sei es drum, regen wir uns nicht drüber auf. Und toi, 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 man darf auch nicht außer Acht lassen, wir haben halt bis heute auch nicht mehr die Seuche in Ja. den Knochen der Spieler wie letzte Saison, wo 5, 6, 7 permanent verletzt waren. Ich möchte jetzt nichts beschreien, aber Daniel Thun hat ja gesagt, er ändert was in der Sommerpause. Es wurde umgestellt, gemacht. An was es jetzt, woran er die Lehen hat, weiß ich jetzt nicht. Aber toi, 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 es sieht ja doch ganz gut aus. Und wenn dem dann auch so ist, auch andere Mannschaften, die einen relativ kleinen Kader letztes Jahr hatten, sind sogar als Meister in der zweiten Liga dann in die erste aufgestiegen. Also, es muss nicht immer was heißen. Deswegen also immer dieses Schwarzmalen von vornherein, das muss nicht sein. Das bringt einfach unnötig negative Stimmung. Und Ja. wir haben genug Argumente, um positiv auf den Saisonstart schauen zu können. Um das zu untermauern und zu untermalen, schauen wir uns doch einfach mal gemeinsam tatsächlich den Kader an, wie er Stand jetzt ist. So. Das ist immer so eine Mischung aus Lukimbia und Jonathan Tah. Der Jambier. Ja, also da seht ihr Stand jetzt unseren aktuellen Kader. Das sind in Summe, ich glaube, 23 Leute waren es, ne? Ja, ich zähle nochmal nach. Ja, müsste ungefähr hinkommen. Ich hatte 3, auf 4, dem 6, Mannschaftsposter 10, gezählt. 12, 14,
16, 18, 19, 20, ja, sind 23 Im Leute. Übrigen auch nicht wirklich weniger oder nicht viel weniger als auf dem Mannschaftsroster der letzten Saison. Ne? Ungefähr zum gleichen Ein Zeitpunkt aufgenommen. Da war es vielleicht ein, weniger. zwei, ne? Ein, zwei Spieler Ja, mehr. Genau richtig, Thorsten. Deswegen. Also auch das auch nochmal sicherlich ein Argument. ja. Und wenn wir uns dann die einzelnen Positionen mal anschauen, wir sind auf der Torhüter-Position dreifach besetzt. Wir haben es eben thematisiert. Ich denke aktuell noch Florian Kastenmeier die Nummer eins. Aber der Herausforderer Karol Niemczycki sitzt ihm im Nacken. Also er darf sich da keine Fehler erlauben, denke ich. Sonst wird auch der junge Mann da mal seine Chance vielleicht bekommen. Aber auf jeden Fall dreifach besetzt. Innenverteidigung sieht man auch hier. Wir sind entsprechend aufgestellt. Ich denke, André Hoffmann als wieder gewählter Kapitän und auch von Daniel Thun wieder eingesetzter Kapitän dürfte gesetzt sein. Interessant wird die Linksverteidiger-Innenposition sein, würde ich behaupten. Denn da hat mir Jamil Siebert im Testspiel oder in den Testspielen eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Richtig. Das stimmt, aber Jordi weiß halt auch, wo das Tor steht. Ne? Gut. Hat er auch eindrucksvoll bewiesen, das ist richtig. Ja. Aber auch Jamil Siebert hat, glaube ich, in einem Testspiel getroffen. Ne? Ja, Einen bei dem Satz 5-0. getroffen. Ja, kleiner Ja. Vorteil für Jamil Siebert, weil der Jordi sich ja eine leichte Verletzung jetzt gegen Bochum Ja. zugezogen hat und das könnte dann den Ausschlag geben, dass er da vielleicht nicht starten wird. Aber gut, das ist Ja. eine Entscheidung, ich würde sagen, fast auf Augenhöhe. Vielleicht Ja. sogar tagesformabhängig. Ja. Ja. Und bei Tim Und Oberdorf dann. müssen wir ja noch ein bisschen warten. Ja. Ich wollte gerade erwähnen, ja. Also, Also ja. natürlich ist der aktuell ein bisschen raus, aber er befindet sich wieder im individuellen Training. Das Richtig. heißt, vielleicht dauert es nicht mehr ganz so lange. Man hat noch die Option, auch einen Gavori in die Innenverteidigung zu ziehen, not halber, wenn es sein muss. Das hat er im Testspiel auch gemacht. Ja. Und ein David Savic steht auch noch zur Verfügung. Ja. Ja, also auch da bin ich der Meinung, sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Korrekt, sehe ich genauso. Ebenfalls auf den Außenverteidigerpositionen, die sind doppelt besetzt. Rechts wie links wird es ganz klare Nummer Einsen geben. Auf der rechten Seite wird das Matthias Zimmermann weiterhin sein. Auf der linken Seite Nicolas Gavory. Ja. Und die werden, denke ich, ganz klar gesetzt sein. Genau, und Uccino würde man schon gerne häufiger mal sehen, hat ja das ein oder Ja. andere auch ja, schon mal auch beigetragen im Profikader. Und Böckle, klar, der hat, das wurde ja auch von Fortuna kommuniziert, ja, einfach noch den ein oder anderen Nachholbedarf, ist ja auch noch ein junger Spieler. Da ist sicherlich das Rennen noch deutlicher, wobei Zimmermann hat natürlich auch ganz klar die Nase vorn auf der Position. Aber ich sag mal, wenn Zimmermann ausfallen sollte, wäre einem beim Uccino als Vertreter sicherlich etwas wohler als beim Böckle, wenn Gavory ausfiele. Ja. Das muss man, glaube ich, schon So. sagen. Da ist vielleicht noch eine kleine Vakanz auf der Position. Ja. Wobei ich Benjamin Böckle zweimal gesehen habe, also einmal auch gegen Toro und dann halt auch ein paar Minuten gegen Bochum. Und zu dem, was er letztes Jahr angeboten hat, ist das schon mal eine Steigerung um 50, 60, 70%. Also er weiß wohl jetzt auch, worum es geht. Also Ja, es ist es schon ist besser halt geworden. Noch ein junger Mann, der Ja. muss auch erstmal sich zurechtfinden in der zweiten Bundesliga. Aber auch da haben wir, wenn es hart kommt, und Not an Mann ist, wirklich ja, jemanden an zweiter Stelle, der diese Position spielen kann. Richtig, und du hast nicht in der zweiten Liga die Möglichkeit, die Position doppelt stark und gleich zu besetzen. Das geht nicht auf allen Positionen. Auf der einen oder anderen haben wir es ja unter Umständen sogar, siehe Innenverteidiger. Auch ganz stark von der Masse her, finde ich, ist unser Mittelfeld, wenn du guckst. Ja. Wir haben, ich habe da jetzt sechs Leute aufgeführt, mit Marcel Sobotka, Ao Tanaka, Yannick Engelhardt, Neto, Appelkamp und Bunk, wovon natürlich ein paar eher defensiv sind, ein paar eher offensiv ausgerichtet. Aber hier in der Mitte tatsächlich kann Daniel Thun, ja, sich frei entscheiden, wen er da Viele spielen lassen möchte. Variationen. Eher, Das ist das ja, Entscheidende. eher ein paar Abräumer oder ein paar Kreative oder
paar junge Leute. Da hat er wirklich die Nicht zu größte viel, Auswahl nicht fast zu schon, ne? wenig. Genau, nicht zu viel, Ja, nicht zu ja. wenig, weil ne, 3 bis 4 Positionen sind ja zu vergeben bei 6 Leuten. Das ist absolut okay. Klar, einer mehr wäre da auch schöner, wäre natürlich der Kader noch breiter, noch dichter, aber es wollen ja auch alle spielen. Und du willst ja auch irgendwo eine gute Stimmung im Kader haben, den du brauchst, um Ganz genau. entsprechend höhere Ambitionen auch zu haben in der Tabelle. Insofern ist das für mich auch fein. Und vor allem ist da jetzt auch kein Spieler bis dato dabei, der so noch gar keine Profi-Erfahrung hat. Also man kann jetzt auch nicht sagen, der Kader ist jetzt hier mit jungen Leuten künstlich aufgefüllt. Also ist nicht der Fall. Die sind ja immer noch hinten dran, Stichwort Zwote, ne? Die auch mal Ja. reinspringen können, was auch im letzten und im vorletzten Jahr immer mal wieder funktioniert hat und auch Ja. Leute hervorgebracht hat. Ist ja auch unsere Aufgabe als Verein. Anders funktioniert es bei uns nun Also mal nicht. ich denke, Daniel Bunk wird hier am ehesten noch als Jüngling, sage ich jetzt mal, weniger Spielpraxis bekommen. Im Zweifel selbst ein Neto hat ja schon seine Einsatzzeiten in der zweiten Bundesliga erhalten und der wird fest Natürlich. eingeplant sein. Natürlich. Und du Also. wirst auch noch die Leihmöglichkeit haben. Der eine oder andere wird vielleicht noch als Leihspieler kommen. Das ist ja auch okay, wenn es nicht zu viele sind. Die Möglichkeiten werden noch kommen. Also bei aller Ja. Liebe, es ist noch Zeit. Ja. Wo wir etwas mehr Probleme haben, weil es da tatsächlich sehr dünn ist, sind die Außenbahnen. Ja. Da haben wir nominell aktuell eigentlich nur Felix Klaus und Emma Ior, Dazu muss man wobei sagen, Emma wenn man Ior. denn bewusst mit den Außenbahnen auch spielt, je nach Spielsystem. Klar, ist sicherlich eine Natürlich. Stärke bei uns, also beide haben sicherlich Startelf-Potenzial oder sind mehr oder weniger ja auch gesetzt in der Form der Rückrunde. Aber auch das heißt ja nicht, dass zwingend diese Position dann immer doppelt besetzt sein muss. Wäre natürlich schön, da wird auch sicherlich noch was kommen. Aber wäre jetzt für mich auch nicht das totale Drama, wenn jetzt da nicht noch 2 Leute kämen auf der Position, jeweils links Ja. und rechts. Zumal wir auch noch zwei Leute haben, die dort mit eingesetzt werden können. Also Shinta Appelkamp, der ja immer wieder mal auch auf die Außenbahn ausweicht, kann das auch spielen, hat das auch schon unter Daniel Thune gemacht. Und auch ein Jona Niemietz, der jetzt hier nominell als Stürmer aufgeführt wird, aber kann über die Außen kommen. Von daher, ja, aber das sind so diese zwei Positionen, die eigentlich wirklich noch für ja, Zugänge prädestiniert sind. Und da es ist ja auch verlautbart worden, Klaus Allofs hat ja auch gesagt, es sollen noch Außenbahnspieler kommen und auch schon Stürmer, weil du hast auch mit Daniel Ginzek und Vincent Vermey zwei relativ ähnliche Spielertypen vorne im Sturm. Und da wäre vielleicht ein etwas quirliger, schneller Mann als Stürmer auch nicht verkehrt. Genau, und Ja. dann ist der Kader komplett. Also da diese 3 Vakanzen auf jeden Fall noch, dann vielleicht noch die ein Ja. oder andere Ergänzung, also 3 bis 5 Spieler, dann wäre ich absolut fein mit der Kadergröße. Dann sind wir bei einer Kadergröße bei 27, 28 Leute. Das ist okay, Perfekt. wenn du nicht die Ja. Seuche hast, wie im letzten Jahr, die nicht jedes Jahr da sein wird, im Idealfall natürlich nicht. Und du kannst halt immer noch nachsteuern, natürlich im Winter, im Notfall. Ja. Finde ich absolut okay. Du kannst auch nicht den Kader mit 36 Leuten Nein. haben. Natürlich nicht. Ja. Ne, das können wir uns auch nicht leisten, um ehrlich Nö, zu sein. nö. Laufende Kosten auch nicht zu Ne. vergessen, auch wenn ablösefrei die Leute verpflichtet werden. Eben. Ja, eben. Eben. Also von daher, ich bin da, und das haben wir jetzt ja, was wir eben gesagt haben, mit Argumenten gefüttert, liebe Leute, liebe Fortuna-Fans, die ihr das eher etwas kritisch aktuell seht. Ja, wir haben noch die eine oder andere Position, aber wenn ihr euch das mal so anschaut, ist es doch nicht ganz so dramatisch, dass wir Nein. tatsächlich schon in die dritte Liga abgestiegen sind, wie das von dem einen oder anderen so, ja, schon verschrien wird. Also Nein. Ja. natürlich. Du hast es eben auch schon gesagt, lieber Gilde. Es geht immer besser. Natürlich. Klar. Ja, ich hätte auch gern noch einen Karbovnik gehabt oder von mir aus auch noch den einen oder anderen, weiß ich nicht, den Kittel oder wen auch immer. Aber du kannst ja auch nicht einfach auf Teufel komm raus kaufen und Nein. dann ist der Kader aufgebläht. Das ist so. Ja, wie ist eure Meinung dazu? Lasst uns das gerne wissen.
Wir sind brennend daran interessiert. Unsere Meinung ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Wir haben sie aber begründet und sind da durchaus ja, berechtigter guter Hoffnung, dass der Kader jetzt schon relativ gut ist, die offenen Stellen sicherlich noch geschlossen werden und dann passt das. Aber wie gesagt, gerne Kommentare, Meinungsaustausch, davon lebt die ganze Sache und ja, würden wir uns auf jeden Fall darüber freuen. Sagt uns, was ihr denkt. Ja, ganz genau. Ja, und dann lass uns nochmal auf das Wichtige zu sprechen kommen, nämlich wie sehen wir nächste Saison aus? Sprich, wie gehen wir farblich in die Saison? Unsere neuen Trikots wurden ja vorgestellt und allen voran gefällt mir persönlich das Heimtrikot echt richtig, richtig gut. Also da hat man farblich mit den Querstreifen echt was Schickes produziert. Ja. Total, ist Und wirklich lass mal was uns anderes. ja, und lass uns wirklich das Positive aufgreifen, nicht wieder dieses Gehate auch im Internet, dass das alles so einfältig wäre und einfallslos. Also das ist schon richtig gut gemacht und live sieht es nochmal um eine Ecke besser aus. Auch hinten, dass mal nicht der Löwe zu sehen ist oder 1895, sondern dann auch der Slogan Fortuna für alle. Wie ihr auch schon da sehen könnt, ist das Targobank-Logo nicht in den typischen Targobank-Farben, sondern wirklich nur in Rot und Weiß abgesetzt, damit das auch perfekt zum Trikot passt. Richtig schick. Also Ja, definitiv. erinnert zwar ein bisschen. Erinnert zwar ein bisschen auch an so ein Bayern-Trikot, was es mal gegeben hat. Da kamen die einige Stimmen, ist natürlich Adidas Ja. nicht ganz so weit hergeholt. Ja. Aber auch wir hatten mal so ein Trikot, ne? Ja, aber es Also sind ja. halt auch die Mit Vereinsfarben, dass da eine Überschneidung mal sein kann, auch bei verschiedenen Vereinen. Das ist dann halt normal. Ja, in der Tat, hat man direkt irgendwie die Erinnerung gehabt an die damaligen Bayern-Trikots. Aber der Rest, dass sie die Targo, wie gesagt, auf die Farben dann auch verzichtet hat, macht die Sache total rund. Ich persönlich bin jetzt nicht der Freund von Querstreifen, aber ich finde, im Live-Spiel gegen Bochum hat man es halt auch an den Spielern gesehen. Sieht super aus und da können wir uns Ja. optisch echt nicht beklagen. Das Nein. ist schon weit vorne vom Design und von der Ja. Optik, ja. Ja. Absolut. Und ist, Absolut. hab ich ja heute noch sogar ein Video in unsere Gruppe bei Facebook gestellt von dem guten Nille. Der hat ja die Zweitliga-Trikots gerankt und hat unser Trikot tatsächlich auf Platz 1 gewählt. Und wenn einer aus dem hohen Norden das schon sagt, dann kann das gar nicht so weit hergeholt sein. Das Einzige Vor allem ist. als Neutraler, ne? Als Ja. Nicht-Fortuna-Fan, das ist dann schon echt Anerkennung. Ist dann eher objektiv, genau. Das Einzige, wenn man was zu meckern hat, ist vielleicht hier der Ärmelsponsor im Blau, ja, Gelbton gehalten. Fällt das natürlich so ein bisschen auf, sage ich jetzt mal, ohne groß zu werten. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob man das in diesem Jahr überhaupt abwählen kann oder ob man sagen kann, ich will es ohne Ärmelsponsor haben. Ich habe die Befürchtung, das ist mittlerweile fest, dass man da gar nicht mehr wählen kann. Bin mir da aber nicht ganz Ja. sicher. Nee. In der Vergangenheit konnte man es ja abwählen oder musste man es explizit drauf wählen und hat sogar noch Geld dafür bezahlt. So war es, glaube ich, in der Vergangenheit. Also letzte Saison sollte was drauf sein, ist aber nie drauf gewesen. Ich konnte es auch, als ich mir das Trikot habe beflocken lassen, nicht dazu nehmen. Also es gab es einfach nicht. Und davor die Jahre mit Toyo war das, glaube ich, auch drauf. Aber auch, glaube ich, erst seit Adidas, wie das jetzt bei Ultsport genau war, weiß ich nicht. Aber ich meine, auch wenn die Metro in Anführungsstrichen ja nur Ärmelsponsor ist, die wollen halt auch gesehen werden, ne? Ja, Also, klar, alles gut, alles ja, gut. Also ist passt, Klagen auf hohem Niveau, in Summe, definitiv. ja, eben. Also in Summe können wir, glaube ich, festhalten, und da sind wir uns eigentlich fast alle einig, in der Fortuna-Szene ist ein richtig schickes Trikot, was man da als Heimspieltrikot entworfen hat. Ja. Ja. Lichter wiederum ist dann das Auswärtstrikot. Das ist nämlich komplett in Weiß gehalten mit ja, ein paar roten Applikationen auf der Schulter zum Beispiel, unten auch wieder am Ende des Trikots, beziehungsweise auch an den Seiten. Ja. Und hier hat man dann das klassische Targobank-Logo dann genommen, was halt auf dem weißen Hintergrund dann auch passt optisch. Das war dann Ja. wahrscheinlich der Kompromiss, ne? Dass man beim Heimtrikot aus Sicht der Targo drauf verzichtet hat und hier einfach bei weißem Hintergrund
ja, das dann halt dann durchgesetzt hat. Klar hätte man das dann auch hier analog nur in Rot halten können, aber irgendwo ist halt der Kompromiss auch dann nachvollziehbar. Und es sieht hier optisch jetzt auch nicht schlimm aus, weil auch da die blauen Elemente sind ja dann auch wieder bei der Metro an der Seite mit dabei. Also das ist irgendwo auch eine runde Sache, aber es ist halt sehr schlicht und es sind auch, glaube ich, im Weiß auch keine großen sonstigen Applikationen. Es gab ja schon mal so Schraffierungen oder solche Embleme, die irgendwo leicht mit drin waren. Das ist hier alles nicht der Fall. Ne, definitiv Es nicht. ist tatsächlich sehr, sehr schlicht. Aber es passt halt farblich. Weiß, rot, blau, hellblau, also und auch das Gelb, also das, da beißt sich nichts, da, Richtig. also ist schon schön. Das ist so. Ja, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Ja. Ja, und dann haben wir noch ein drittes Trikot, ein Ausweichtrikot, welches bei dem einen oder anderen schon fast Schnappatmung ausgelöst hat, im positiven Sinne hätte ich gesagt. Denn auch das Ding ist richtig, richtig schick geworden. Ja, Ja, definitiv. Ja, allein Allele von den, bleu. ja, aber von der Farbgebung her, auch mit diesen unregelmäßigen, schwarzen, leicht teilweise angedeuteten Streifen, echt schick, finde Es hat ich. was. Es ist ein super Ja. schönes Design. Es ist mal eine andere Farbe, als drittes Trikot, außer halt schwarz, was da traditionell oft jetzt die letzten Jahre auch war. Ja, blau hatten wir auch schon mal, nicht nur das Köpis-Trikot, das Sondertrikot, sondern auch eins mit dem Henkel-Sponsor vor einigen Jahren, aber auch in einer anderen Blau-Nuancierung, hätte ich fast gesagt. Ja. Also das hier ist wirklich, und im Live sieht es noch besser aus, wie ich finde, als jetzt hier auf den Fotos. Das ist schon echt, ja, außergewöhnlich schick und mal was anderes und hat ja keiner von uns allzu viele blaue im Schrank. Rot-Weiß findet man häufig. Das eine oder andere Schwarze hat man auch über die Jahre gesammelt. Insofern glaube ich, der ein oder andere, nicht nur von uns, wird da noch ein Auge oder zwei drauf geworfen haben, oder? Ja, das ist richtig. Und ich bin auch gebeten worden, darüber ein kleines Review zu machen, weil ich habe an dem Trikot die ein oder andere wirkliche Besonderheit noch festgestellt, aber da möchte ich jetzt nicht vorgreifen. Lassen wir uns überraschen, das wissen wir nämlich auch noch Ja. nicht. Ne, Kotti? Nee, definitiv nicht. Von daher, da wird aber der liebe Thorsten noch separat ein kleines Video machen, Ja, ich bin halt und noch euch. unschlüssig, ob es zwei blaue werden oder ein rot-weißes und ein blaues. Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Einmal den Trikotsatz für Thorsten, bitte. Genau. Genau. Wenn man hier was Aber zu da. meckern haben möchte, jetzt kommt der Nörgler-Gilde wieder, gefühlt ist hier das Targobank-Logo ein bisschen größer. Oder täuscht das? Ich weiß es nicht. Wirkt Ich jedenfalls glaube, so. es täuscht. Es Wenn du das täuscht. nämlich einfach mal ins Verhältnis setzt, wenn du guckst, ah, falsch, hier ist es halt komplett weiß auf dunklem Untergrund. Ja. Hier hast du halt andere Farbgebungen. Ne? Du hast Ja. einfach dieses Männchen, der Kopf ist rot, Ja. hellblaue Arme, dunkelblaue Beine, dann hast du den Schriftzug, der auch noch in zwei Farben gesetzt ist. Ja, es kann ein Ticken größer sein, es Ein wirkt bisschen auf den dicker, ne? Bildern so, ob es wirklich so ist. Das Ja, ob Männeken. es wirklich der Fall ist, kann ich jetzt so nicht beurteilen anhand der Bilder. Was aber definitiv zu sagen Ja. ist, ist, dass das beim Ja. Heimspiel, beim Heimtrikot auf jeden Fall kleiner ist. Wegen der Streifen, weil Da, sonst das Männchen ja, halt in die Streifen rutschen würde, ne? genau, Ja. ja. Ja, Und okay. deswegen Ja. glaube ich, hat man das da bewusst kleiner gemacht, weil es auch einfach sonst nicht ausgesehen hätte. Ja, ist richtig, ja. Ja, also ist jetzt auch nicht das K.O.-Argument dagegen, im Gegenteil. Ja, ich wollte eigentlich dieses Jahr nicht, aber mal schauen. Ja, und schon hat Fortuna zwei Trikots mehr verkauft, ne? Oder drei. Mindestens. Ja. Im Zweifel allein beim Thorsten. Ja. Ja. Aber in Summe gelungene Trikots dieses Jahr. Da hatten wir schon ganz andere, wo wir gesagt haben: Mein Gott, was soll das sein? Ich erinnere mich da an zum Beispiel einen rot-weiß gekachelten Arm oder Schulter. Hat mir Kroatien. persönlich überhaupt nicht gefallen. Kroatien, ja. Ja, also von daher, dieses Jahr richtig, richtig schicke Trikots, muss man. Ja. Ja, und dann kommen wir, ja, zum Ende, hätte ich jetzt fast gesagt, aber wir haben noch so Fast. das eine oder andere, was in diese Pre-Opener-Saisoneröffnung passt, nämlich wir schauen uns einfach doch mal an, wie sind wir durchs Trainingslager gekommen, mussten da ja leider Gottes
zum Beispiel mal ausweichen. Wir haben sonst immer einen anderen Ort gewählt in Österreich, wo jetzt leider diese komische Domstadt da von der anderen Rheinseite komischerweise Interesse hatte und dort gelandet ist. Aber wir sind eigentlich ganz gut durchs Trainingslager gekommen, ne? Ja. Ja, ungeschlagen, nahezu ohne Verletzungen und Ausfälle. Tim Oberdorf haben wir angesprochen, Drüsenfieber. Jordi de Weijs jetzt erst wieder nach Rückkehr mit zum Glück keiner großen Verletzung. Nö, alles fein, alles gut. Und auch der ein oder andere namhafte Gegner war dabei. Und man hat spielerisch, ich habe schon einiges auch gesehen, doch auch überzeugt. Und man hat auch die ein oder andere Spielweise jetzt auch verändert, zum Besseren verändert, wie ich finde. Was man so halt den Testspielen entnehmen konnte, bei aller Vorsicht natürlich, ne, in der Bewertung. Ja, definitiv. Absolut. Also, Du warst ja auch bei dem einen oder anderen Spiel dabei, lieber Thorsten, sogar mehr als wir. Wir waren ja zusammen gegen Bochum. Bochum beim letzten Testspiel jetzt. Ja. Aber du hast ja auch unter anderem zum Beispiel das Spiel gegen Turu verfolgt. Ja, gut. Es war am Anfang ein bisschen holprig und ich muss auch eingestehen, die erste halbe Stunde habe ich auch nicht wirklich gesehen. Da konnte ich nur zuhören, weil es war warm, ich wollte Getränke holen, und es war eine Katastrophe, aber das, was ich dann sehen konnte, war schon schön. Und da hat Vincent Vermey halt noch den Ballermann gespielt, der hat da Dinger verballert und ich dachte so, oha, oh je. Aber dann hat er zu Glück dann im Trainingslager und danach auch jetzt gegen Bochum halt auch die Kritiker Lügen gestraft und deswegen sind wir ja auch eben zu dem Fazit gekommen, dass man alles nicht so schwarz malen muss, wie das der ein oder andere gerne hätte. Und also ich war überzeugt, auch ein Jamil Siebert passte sofort rein. Also ich glaube, dem Jungen hat das richtig gut getan bei Viktoria und auch ein Yannick Engelhardt stark und auch ein Neto hat mir richtig gut gefallen, ne? Nimic, okay, klar, gegen, ich weiß gar nicht, Turo, fünfte, sechste Liga, der ist halt dreimal so schnell wie der nimmt den 40 Meter auf 10 Metern direkt schon ab. Und auch ein Ginzek hat sich dann, ist halt auch ein sicherer Elfmeterschütze, weil da brauchen wir ja auch einen. Appelkamp mir gut gefallen. Tanaka hat sich reingehauen, Wahnsinn. Und gegen Turo war ja auch Christoph Klara noch dabei und da hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass der sich irgendwie schonen will oder so, sondern auch ein Daniel Thun lässt die Leute so lange spielen, solange sie unserem Kader angehören. Ende aus Nikolaus, ne? Da war zwar diese kleine, ja, diese Angst, dass er sich eventuell verletzt hätte und die Millionen flöten, gehen würden, aber der Christoph ist so ein harter Hund. Also, ich glaube, der war nur erschrocken, dass es ihm irgendwo wehgetan hat. Also, Vorbereitung ganz stark. In Osnabrück konnte ich leider nicht viel sehen. Das habe ich ja dann auch nur gelesen und ein Sieg, ein Unentschieden, also alles gut. Ja. Also in Summe ohne Niederlage aus den Testspielen rausgekommen, bis auf das Spiel in Osnabrück hat man, oder gegen Osnabrück, war ja, glaube ich, auch nur eine Halbzeit Ja. bei diesem Turnier, hat man alle Spiele gewonnen. Und das bringt natürlich Selbstvertrauen, das gibt Selbstvertrauen. Ja, alles in allem eine gute Vorbereitung, die das auch wieder untermalt, was wir vorhin gesagt haben. Du hast es eben erwähnt. Nicht alles so schwarz malen und positiv sehen. Warum nicht? Ja, genau, Und auch die das sollten Spiele, wir die, tun. ja, und die beiden Spiele im Trainingslager, die wir uns ja auch angucken konnten, waren halt auch stark und die Gegner war ja auch nicht irgendwer. Und da wurde ja dann auch bei dem einen Gegner dann so ein bisschen rumgemäkelt, ob man das denn machen könnte, wenn da der Präsident aus dem Land und auch Leute, ja, dann dürfte man auch nicht gegen Schalke spielen oder auch nicht gegen uns spielen. Wir haben auch in der Zeit gespielt, wo man nicht hätte spielen dürfen. Also, naja. Aber Ja, also ja. in Summe, Naja. um das abzuschließen, dieses Thema Testspiele, Vorbereitung, ohne große Verletzung durchgekommen, das ist, glaube ich, das Ja. Wichtigste. Super Selbstvertrauen geholt. Wir haben das Testspiel gegen den VfL Bochum ja alle drei zu dritt gesehen und verfolgt. Da hat man eine souveräne Leistung abgeliefert gegen einen Bundesligisten, der natürlich noch nicht so weit in der Vorbereitung ist wie wir.
Da geht die Saison ja später los, aber dennoch eine gewisse Qualität natürlich hat. Und da waren wir die dominierendere Mannschaft, haben dort überwiegend das Spiel gemacht. Und das ist doch bemerkenswert als Zweitligist. Und der eine oder andere konnte sich da auch positiv nochmal zeigen bei Daniel Thune. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und was mir persönlich aufgefallen ist, um das Thema auch nochmal aufzunehmen, malt nicht alles so schwarz. Ich sage es jetzt das, glaube ich, fünfte oder sechste Mal, aber gerade im Spiel gegen den VfL Bochum beim Testspiel, ich hatte zwei Leute neben mir sitzen, die wirklich von der ersten Minute an alles kritisiert haben. Jeder Pass, der irgendwo hingegangen ist, der wurde kritisiert und das muss nicht sein. Also wir sind auch nicht der FC Bayern München oder Manchester City, dass auch jeder Ball ankommt. Das dürfen wir nicht vergessen. Also, so. Ja. Das soll es aber von meiner Kritik gewesen sein, Ja, weil und wir saßen zwar neben Kotti, aber wir beide entschuldigt. waren es nicht. Nee. Und Gilde, das ist uns ja aufgefallen und wir waren ja wirklich mehr als positiv überrascht bei dem Bochum-Spiel. Es ging nicht mehr dieses hinten wie sagst du immer, rumgefeudel oder Gefiddel. rumgefiddelt, sondern Gefiddelei, es wurde Gefiddelei. wirklich richtig immer straight nach vorne und der Gegner unter Druck gesetzt und ja, richtig gut. Ja, das meinte ich mit eben in Ansätzen. Klar, bei aller Vorsicht, Testspiele in Ansätzen deutlich gesteigert schon. Ja. Ja, und dann hatten wir noch die Definitiv. Saisoneröffnung. Da wollen wir vielleicht nur ein ganz kurzes Statement da lassen. Auf der Kirmes diesmal. Ich fand's gelungen. War nicht überfüllt. War okay. Bist gut durchgekommen. Bist nah ran Ja. gewesen. Auch an der Bühne. Auch wenn du später gekommen bist. War ein interessanter Rahmen. Würdiger Rahmen. Ob man jetzt damit das erreicht hat, was man vielleicht erreichen wollte. Noch mehr Zulauf. Weiß ich nicht. Würde ich nicht unbedingt unterschreiben. Aber ich fand's angenehm. Es war ein netter Nachmittag. Es war richtig schön, ja. Ja. Leider ein klein bisschen überschattet gewesen von dem leichten Zusammenbruch von unserer Ikone Egon Köhn, aber er ist ja auch schon wieder auf dem Weg der Besserung. Also toi, 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 das war so ein kleiner Schockmoment, aber Ja. ja, Aber nee, ich ansonsten, fand es auch gut. die Spieler haben Also sich auch das Volk Präsentation, gemischt, also waren da durchaus ganz nahbar, genau. nicht nur bei der Autogrammstunde, sondern auch im Umlauf, war ja so ein bisschen abgetrennter Bereich, aber alles nicht groß mit Einlass, klar, zwar mit auch Ordner und Security, aber alles irgendwo sehr offen, familiär und nah. Ja. Und das fand Und ich gut. halt, und nicht so riesengroß ums Stadion rum, ne, wo du Ja, dich dann halt, wo sich alles so verlaufen hat. Also ja. ich fand's richtig gut. Ja. Passt zu der Ausrichtung Fortuna für alle. So sieht's aus. Richtig. Ja. Ja, was haben wir noch? Zwei, drei Weil Ergänzungen. Der künstlich Vollständigkeit halber. hochpushen. Ja, der Vollständigkeit halber. Das Allermeiste haben wir schon durch. Pokal ist mittlerweile terminiert am 13.8. Sonntag um 15:30 Uhr in Illertissen. Ja, es wird ein Sonderheft geben, wie jedes Jahr, von der Fortuna in Kombination mit der RP diesmal auch wieder. Das wird veröffentlicht am 26.7. Also in dieser Woche am Mittwoch ist es rausgekommen, am Kiosk, im Buchhandel, digital zu beziehen. Lohnt sich sicherlich ein Blick für alle Fans. Und wir haben leider erfahren, dass es wohl das alljährliche, fast schon traditionelle, lang erwartete und oft auch in der Arbeit aufgehangene RPXXXL-Poster nicht mehr geben wird. Ich hätte fast gesagt Was? Skandal. Habe ich mich Was? drüber geärgert, weil da habe ich mich schon immer drauf gefreut und habe mir Ja. das gerne auch dann immer besorgt. Wir haben es ja in der Gruppe auch schon mal dem einen oder anderen noch organisiert, der ein bisschen weiter weg wohnt, der die RP nicht beziehen konnte. Da hoffen wir doch auf Besserung im nächsten Jahr oder vielleicht sogar noch auf eine Wendung in diesem Jahr. Absolut. Also liebe RP, das ist ganz, ganz schwach, muss man sagen. Da haben sich viele, viele Fortuna-Fans immer wieder drauf gefreut. Ja. Was hänge ich denn jetzt dahin, wo das Falsche alte Richtung. hängt? Das geht nicht. Das ist fest Ja. etabliert in der Firma. Vielleicht Ich hast du ja weiß einen es auch nicht. Hochglanz im Sonderheft drin. Ja. So als Falt. Nee. Wer weiß. Ein kleines ist da, Wer glaube ich, wenn weiß. nur drin. Aber ja, weiß ich Naja. nicht. Ich will mein XXL-Poster haben. So. So. Ja. Punkt. Punkt. Ja, sonst noch irgendwas oder? Nö. Nö. Reicht Doch, doch, oder? eine Idee habe ich noch. Reicht doch fast, natürlich. Also, ne, ist halt auch der
Preseason-Opener, wie ich ihn immer so schön nenne. Aber eine Sache möchte ich noch loswerden, nämlich, wir haben ja jetzt über Zugänge, Abgänge gesprochen, Aufstellungen, Trikots, was weiß ich und. Aber worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist, was glaubt ihr denn, wie die Saison für unsere Fortuna laufen wird? Boah, Wie schwere seht denn Frage. eure, wie sehen eure Wünsche aus? Wie sehen eure Befürchtungen aus? Was glaubt ihr? Wünsche interessiert doch keinen Gott. Nein. Und Wünsche sind Realismus doch auch klar. nicht. Boah, Ja. schwierig, ey. Aber Ehrlich ich fang gesagt, doch einfach ich. mal an. Ja, mach mal. Soll ich anfangen? Ja, mach mal. Ja. Dann fange ich mal an. Also ich glaube, dass wir dadurch, dass wir einen relativ eingespielten Kader haben, gar keine so schlechten Chancen haben könnten, wenn wir noch an den ein oder anderen Positionen, Schlüsselpositionen gute Transfer leisten. Die Mannschaft hat eine gute Vorbereitung gespielt im Vergleich zu anderen Mannschaften, wie der erste Gegner direkt mit Hertha, sind wir da eine Truppe, die zusammengewachsen ist bereits schon und da wirklich nur punktuell Verstärkungen gekommen sind oder Ergänzungen gekommen sind. Und warum sollten wir nicht überraschen? Und ich bin der Meinung, wir können da definitiv oben mitspielen, weil ich sehe jetzt nicht die krassen Transfers, die die anderen Mannschaften da groß ge geleistet haben. Wird ja immer geschrien, die anderen kaufen ein und wir warten. Sehe ich nicht. Wen? Max Kruse? Mal gucken, ob der überhaupt in Paderborn funktioniert. Und B, Paderborn hat so viele Abgänge zu verzeichnen von Leistungsträgern. Mal abwarten, wo die rauskommen. Also von daher, ich wüsste nicht, warum wir nicht oben ein Wörtchen mitreden sollen könnten. Das definitiv. Und man möchte sich ja von Jahr zu Jahr verbessern. Also ich wäre aber dann mit zwei besseren Plätzen als diese Saison oder letzte Saison eher zufrieden als mit nur einem. Ja, ihr seid da beide sehr optimistisch. Ich will da nicht den Spielverderber spielen. Wunsch, klar, sind wir uns einig. Geht genau in die Richtung, definitiv. Ich befürchte, das wird ein bisschen schwieriger, aber es ist dieses Jahr so schwer einzuschätzen. Also nicht nur die anderen Mannschaften, sondern auch wir selber. Also ich befürchte, dass wir schon ein großes Spektrum haben könnten. Dass wir ganz nach unten rutschen, glaube ich, auf keinen Fall. Definitiv nein. Nein. Aber so auch da wieder die Kategorie, dass zwischen, ich sag mal, 2 bis 9 alles drin ist, ist jetzt auch eine leichte Aussage, die zu treffen. Aber ich habe da keine wirkliche Gefühlstendenz. Ich lasse das auf mich zukommen. Ich freue mich auf die Saison, bin auch nicht enttäuscht, wenn es nicht für die ersten 3 Plätze reicht. Klar, wäre natürlich ein Traum, aber da muss halt auch vieles passen. Und da müssen vor allen Dingen Ja. noch die Positionen, die wir ansprachen, mindestens geschlossen werden. Und es muss noch mehr dazu kommen, an Lauf und an entsprechend auch positiver Energie und so weiter. Ich sehe es ein bisschen pessimistischer als ihr beiden. Würde mich aber freuen, wenn es Ja, so kommt. aber diese Saison haben wir halt das Glück, dass wir direkt nicht nur mit einem Heimspiel starten und die Saison mit einem Heimspiel endet, sondern dass wir auch direkt in den ersten drei Spielen ganz klar aufgezeigt bekommen, das könnte der Weg sein. Ne? Also das ist der Weg. Weil wenn du Hertha, Pauli und Paderborn, auch wenn Paderborn großen Aderlass hatte, aber ich glaube, es ist immer noch eine starke Mannschaft und ja, wenn man die drei Spiele halt nicht unbedingt mit 0 Punkten bestreitet, dann kann man halt schon absehen, was halt passiert. Und wir wissen ja halt auch immer noch nicht, wir haben es letztes Jahr gesehen mit auch mit Bremen, wie viele Spieler die nach den nächsten ersten, Naja. zweiten, dritten, vierten Spieltagen noch Naja. abgegeben haben, die gegen uns noch da Ja. waren, die dann später gar nicht, ne? Also das, was wir haben, lange warten auf neue Spieler, haben die bestimmt auch noch, weil die müssen, glaube ich, auch noch, der ein oder andere abgestiegene Verein muss noch Geld ja, freisetzen und da wird der ein oder andere dann auch noch gehen müssen, sollen, dürfen und deswegen einfach mal abwarten. Ihr seht, wir sind uns nicht ganz einig, was das Thema angeht in der Dreierrunde. Teilt uns doch gerne mit, wie ihr das seht. Was glaubt ihr, ist diese Saison drin? Was glaubt ihr, wo wird die Fortuna landen? Was ist möglich? Seid ihr da eher optimistisch, pessimistisch? Habt ihr eher Angst, dass es in die andere Richtung geht?
Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ja. Und dann soll es das eigentlich als Opener gewesen sein, oder? Genau. Das war's. Ihr habt's geschafft, aber Ja. ihr werdet uns diese Woche nicht los, denn wir werden separat, das wäre jetzt zu viel des Guten, natürlich unseren altbekannten Ausblick auf das erste Spiel gegen die alte Dame Hertha machen. Also auch da freut euch. Das Video folgt ganz, ganz bald, Ja. Mitte der Woche. Genau. In diesem Sinne freut euch genauso wie wir es tun auf die anstehende Saison. Es geht los am Samstag. Ich freue mich wie Bolle. Aber es ist noch so lange hin und dann noch 2030. Ja, vielleicht können wir dem einen oder anderen von euch aber mit unserem Video die Zeit verkürzen. Das durften wir Ja. auch lesen, dass der eine oder andere sich darauf eben genau freut. Was wollen wir mehr? Freut uns genauso, wenn ihr da Ja. Spaß dran habt. In diesem Genau, in Sinne, diesem Sinne. macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Hi Leute, hat euch unser Video gefallen? Dann liked uns und abonniert uns. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns was da lasst. Bis dahin, eure F95 Bros. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.